Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory. Nein, nicht Rune Factory. Verdammt, falsches Spiel. Trials of Mana. Im letzten Part sind wir hier in der Tomatenstadt angekommen. Wie man sieht, ein einheimisches Dorf auf der Insel Borka, Boerka, irgendwie so hieß die Insel, und wir sind hier gestrandet. Und können wir mit Leuten reden? Das ist Tomatenstadt. Nett von dir, dass du uns das sagst. Hallo? Der Ausbruch steht kurz bevor. Wenn ihr fliehen möchtet, solltet ihr das jetzt tun. Wir bleiben hier und lassen der Natur ihren Lauf. Das ist ziemlich nett von dir oder gegenüber der Natur. ja. Ich an eurer Stelle abhauen. Obwohl wir ein friedlicher Stamm sind, können unsere Brüder außerhalb des Dorfes noch recht feindselig sein. Ach so, friedlicher Stamm also. Das Herzstück unserer Stadt hat ähnliche Eigenschaften wie die Mana-Stadt und die ihr kennt. Die Welt ist schon ein seltsamer Ort. Aha. Ups, ich wollte mit ihr reden. Haben wir jetzt endlich alles auf dieser Insel erledigt? Ich hätte eben mal Lust auf eine Stadt mit einem Bett. Das ist alles. Und ich habe schon gesehen, hier ist auch jemand versteckt. Hallöchen. Solch ein Mitgefühl hätte ich von Außenstehenden nicht erwartet. Trotzdem leben wir auch weiterhin nach unseren Prinzipien. Danke für eure Anteilnahme. Die Erinnerung an die Stadtbewohner hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Konvertiere gemeinsame Fähigkeit Tomatmann ein. Beim Wirken von Magie wird 30% der benötigten MP durch TP ersetzt. Das ist ein bisschen. Das ist aber sehr böse. Und da hier kann man speichern. Ja. Ich war im Original schon auch sehr überrascht drüber. Aber sehr ist er. Sehr gut, das ist immer die Gottheit, ne, die Leute anbeten, ne? Kommt doch immer drauf an. Das herrscht also, ja, ja. Okay. Mit dem reden wir zum Schluss. Hier ist noch was. Wir bieten auch Waren zu verkaufen. Besucht dort unseren Laden. Würde ich gerne machen, ja. Okay. Wahrscheinlich ist hier auch irgendwo der Kaktusfratz. Der ist auch irgendwo versteckt, das sage ich euch. Irgendwo ist das Safe versteckt. Du bist der Waffenladen hier, ne? Alles klar, kaufen wir mal. Wir haben 13.000. Okay, Stahlschwert für Duran. Klar, Rubinlanze. Und die... Rubinstab. Und die Stahllanze. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann hier auch nochmal. Okay, halb harnisch. Ja, und gleich ausrüsten. Ein Tigerkostüm? Okay, wir brauchen noch 1009, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir haben bestimmt, dass wir verkaufen können, ne? Ausrüstung, ja. Hier ist Breitschwert, kann weg. Säbel. Seltsames Stab, Zinnstab. Das. Aber ich sage es zweimal. Egal. Kaufen und. Das war das noch, genau. Da haben wir hier noch einen Händler. Einen ganz normalen. Erzähl mir mal, was los ist. Bonbons sollten wir mal wieder verkaufen. Ich hätte gerne mehr auf einmal, irgendwie kann man nicht, ne? Na gut, 10 sollten noch mal reichen. Ja, gut, geht so. Geht so durch. Ja, ja, ist ja gut. Beruhig dich. So, Engel ist ja bestimmt noch safe noch hier in Kaktusrad. Aber was safe ist, ist hier eine Kiste. Ein Honigelixier. Leider sieht man es nicht. Ist ja noch irgendwann mal auf der Karte. Was sagt die Karte? Es gibt noch eine Schatztruhe. Okay. Ja gut, ich werde jetzt nicht danach suchen. Einmal kurz rumgucken. Wenn, dann müssten sie irgendwo hinter den Hütten irgendwie so versteckt sein, wa? Ja. Suchen wollte ich die jetzt nicht. Nicht lange. Ich hätte jetzt auch nicht lange gesucht, aber... Ja, da ist sie. Gut, dann reden wir mal mit dem Dude hier. Der Herrscher der Meere residiert in einer Höhle westlich dieser Stadt und überhaupt eine Chance haben, die Insel verlassen, müsste ihn um Hilfe bitten. Allerdings wurde der Eingang zu der Höhle, der auf dem Berggipfel liegt, mit einem Erdbeben durch einen riesigen Felsbrocken versperrt. Wahrscheinlich werdet ihr es nicht mehr rechtzeitig schaffen, um ihn herumzugraben. Finde den Herrscher der Meere. Alles klar. Schlaf können wir eh nicht, ne? Nee. Na gut, dann zurück. Gut, dass ich da nicht lang gegangen bin im letzten Part, denn ich habe schon das
Ich weiß nicht mal alles vom Original, so ist das nicht. Ist halt nur so. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Sehr gut. Wir wechseln jetzt zu Duran. Er ist ein bisschen kräftiger. Und dann können wir unsere neuen Waffen ausprobieren. Ja. Bisschen mehr Schaden macht er schon, ne? Ich bin friedlich. Ich tue euren Kollegen da in der Stadt nichts, also tue ich euch auch nichts. Ah, ist schon cool. Sehr gut. Na? Okay, wollte gerade sagen, ey. Eigentlich schon Level 26 sind wir. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, welchen Level ich das Original beendet habe. 55 oder so? Ich glaube schon, ne? Sehr gut. Und dann haben wir wieder die Viecher, die Speerbienen. Ja, ja. Und dafür, dass wir so gut gelevelt sind, bringt das aber auch nichts, ne? Wir sind 3 Level drüber. Aber ich merke nichts. Ich würde die gerne schon nicht one-shotten oder so, aber ich würde die halt schon gerne schnell erledigen, ne? Vielleicht sollte ich mal einfach mal die nächste Stärke leveln. Was haben wir denn hier? Ach, das sind nur diese Cockatrice-Dinger. Auf Deutsch, im Secret of Mana hat der gute Moistik mit Gülle-Küken übersetzt. Ja, was ein passender Name, ne? Das habe ich mir auch gedacht. Aber die verwandeln sich. Okay, das ist cool umgesetzt. Aber hier ist nichts. Nö, hier ist nichts. Hier ist einfach nur ein Kampffeld gewesen. Kann man machen, ne? Kann man mal machen. Ach ja. Manchmal ziehen sie die Kämpfe, ne? Deswegen. Sollte ich die Analyse schon so schnell wie möglich erledigen. Da komm her, du Tomaten. Mann. So. Hier geht's wieder runter. Wollen wir ja auch nicht. Oh, noch mehr. Irgendwie, man braucht wieder. Alter, Duran. Ich achte auch zu wenig drauf. Ich achte auch viel zu wenig drauf auf die Leben. So. Hier kriegt auch nochmal ein Bonbon. Da hast du es hinter dir. Komm her, du. Was hat sie gerade hingelegt? Angela, du sollst sie nicht hinlegen, du sollst hier arbeiten. Wir wollen hier doch vorankommen. So, jetzt schleiche ich hier vorbei und dann ist hier eine Truhe. Sehr gut. Mit einem Honigelixier. Honigelixier ist sowieso das Beste, was man bekommen kann. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ach. Es kommt her. Alle rauf da. So, dann haben wir hier noch eine Abzweigung. Na, wo führt das uns hin? In einem Nest. In einem Nest voller Bienen. Au, 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 au. Ich sehe nichts. Das ist nicht sehr nett. Wer ist denn jetzt schon wieder? Oh, Angela. Ich muss unbedingt was. Unbedingt lernen, mal auf die Gegner zu achten. Natürlich, jetzt habe ich das. Ach. Bringt halt auch nur was gegen Einzelne, ne? Aber wer sind wir jetzt? Okay, wir sind Ries. Komm, wir machen jetzt Luftpflanze. Das geht mir so auf den Sack. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Ganzen Sackgassen überall. Okay, jetzt nach links und dann sind wir gleich da.
Na, versperrt noch irgendwas den Weg. Schöne Aussicht, ne? Tatsächlich, ja. Das ist eine schöne Aussicht. Gut, was haben wir hier? Vielen Dank, Gnom. Weiter geht's, rein da in die Höhle. Bin gespannt, wie es hier aussieht. Alter, was geht mit der Musik hier ab? Dieser sehr... Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wie hört sich das im Original an? Weil das ist echt... Ah, okay. Ich war sehr gerade verwirrt. Dann ist das ja doch recht in Ordnung. Gut, dann gucken wir mal, was hier los ist. Da ist noch was. Geld? Ja, Geld ist immer so eine Sache, ne? Du ran. Ach, komm her! Jetzt komm her! Tomatenmann! Mach dich kaputt! Mach dich matsch! Alter, sieht das schon... Das sieht schon echt nice aus, muss ich schon sagen. Was haben wir hier? Na? Oh, wir müssen hier unbedingt weiter. Dann haben wir ein kleines Problem. Der Vulkan über uns bricht sonst aus. Wollen wir nicht. Zumindest glaube ich, dass wir das nicht wollen. Okay, Goblins. Okay, wir wechseln zu Ries, wenn wir sie sind. Okay, und dann machen wir das hier. Ich muss unbedingt herausfinden, wie wir schneller Charakter wechseln. Und ich sofort weiß, wer jetzt wer ist. Mal gut, man sieht das unten, ne? Aber ist ja auch ein bisschen anders. So, was haben wir hier? Eine Truhe mit einem Engelskelch. Okay, dann gehen wir weiter. Wir sollen ja hier von der Insel runter und dementsprechend müssen wir ja auch hier lang. Foto. Von denen kann man gutes Öl gewinnen. Hallo, bleib mal stehen jetzt. Na komm her, Tomatenmann. So. Leffle Ebenen. Na? Komm her, du. Eigentlich sind die viel zu süß, um die abzuschlachten. Aber so ist das Leben, ne? Flottermaus. Wieso sie das, den Namen, zusammen mit den Tomatenmännern so gelassen haben? Ich verstehe manchmal die Übersetzer nicht. Beziehungsweise die Entwickler. Also manche Namen haben sie halt von Mäus übernommen, aber manche wiederum nicht. Ich verstehe nicht. Warum so inkonsequent? Aber gut, ich glaube, die wollen sie auch nicht alle allzu viele Feinde machen. Wobei ich das bei der Übersetzung mit Mümmler schon... Das haben sie schon getan. Ne? Das haben sie ja schon getan. Der allein schon der Probepuschel, ne? Quappel. Ach ja, Dino. Nein, er hat mich verschluckt! Das ist schon cool. Das ist schon cool. Was haben wir hier? Goldsachen sahen schon mittlerweile, Alter. Ich muss das unbedingt, weil beim nächsten Shop machen wir es mal. Ich habe so Bock drauf zu gucken, was wir da bekommen. So, die hießen ja Medusa. Und die heißen jetzt hier... Meduso. Ja, die heißen... Stimmt, die Meduso war das, genau.
würde ja gern schon den einfach ganz komplett einfach wegrasieren, ne? So. Aber so schnell wie möglich. So, was haben wir hier? Hoch können wir nicht, ne? Aber wir können hier, wir dürfen hier einmal speichern. Das mache ich natürlich erst, nachdem wir uns geheilt haben. So, aber komplett. Ich weiß nämlich nicht, was wir gerade, was uns da hinter der nächsten Kurve erwartet. So, speichern. So, und nun weiter geht's. Mal gucken. Vielleicht neuer cooler Bosskampf? Na, noch nicht. Okay, da können wir nicht weiter, ne? Sind wir Felsen oder müssen wir da irgendwas anderes? Müssen wir alles freisprengen? Wobei, das geht auch so. Nice. Müssen die Dinger ja schnell erledigen. Bevor die sich transformieren. So, dann ist Medusa noch noch dran, dann ist das halt sich erledigt. Einem Engelskay, okay, wir sind Level abgestiegen, dann muss ich natürlich gleich sofort hin und gucken, was wir bei wer, was wir jetzt bei machen. Ach, er ist. Ach, oh Gott, was müssen wir bei ihr machen? Heiles Licht haben wir ja jetzt schon. Heilungs-MP-Ersparnis. Um 30%. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. 30% ist nicht gerade wenig. So. Soll ich bei ihr die Ausdauer noch erhöhen, ne? Oder, warte mal, Geist? Ja, Geist ist besser. So. Mit den Fähigkeiten muss ich mich nochmal ein auseinandersetzen. Das machen wir später. Ach, guck mal, guck doch mal das an. Das ist voll cool, wie die da im Wasser... Ah, das ist so, so nice. Das gefällt mir immer mehr, dass ich weiterspiele. Ist echt ein gutes Remake geworden. Nur was ein bisschen nervig ist, ist, dass sie... Dass das also fast nur Buttonmashing ist, das Kampfsystem, ne? Aber gut. Was will man machen? So, was haben wir hier? Irgendwas... Sind die Lochlevel abgestiegen? Ach, einfach gegenhauen? Okay. Ah, oh, und da kommt man... Okay, das ist ein Schatz. Da muss ich... Also muss ich da hin. Na? Ein Handschuh. Machen wir gleich mal. Lederarmschutz. Handschuh. Ja. Wesentlich besser. Komm, geben wir dir nochmal den Lederarmschutz. Einfach nur, damit du es hast. Und dann haben wir da drüben noch ein Item. Natürlich müssen wir erst noch die Quabbel besiegen. Oh, diese Geräusche, die sie machen. Na komm, schnell erledigen, bevor er sich verwandelt. So. Was ist das hier? 150, ja gut, das Jahr. Dafür ist es halt mega nicht gelohnt, ne? Na? Oh Gott, Angela. Ich kann heilen, warum benutze ich nicht den Heilungszauber? Umdrehen. Nein! So. Wie gesagt, ich muss mich immer noch an den ganzen Kampfsystem immer noch dran gewöhnen, ich weiß nicht. Ich zocke das ja auch nicht immer, ich nehme ja immer nur ein bisschen auf und nicht immer so viel. Da müsst ihr mich entschuldigen. So, wo geht's denn eigentlich hin? Auf jeden Fall bei der Karte. Ah, okay, gut. Also waren wir schon auf dem richtigen Weg. Oh. Ich hab hier Potos. Gut, wir wechseln mal zu ihr und dann machen wir den hier. Ich kann sagen, das waren doch alle. Ist da oben noch irgendwie was? Ich könnte schwören, da ist bestimmt was. Ja! 1200. Das ist gut. Ich weiß mein Leben, ich weiß. Aber ich will jetzt nicht unbedingt weg. Oh, ich hasse die Proton, die können heilen.
Na, eigentlich hasse ich sie nicht, die sind voll nice. Okay. Das ist belastend. Machen wir den hier. Aber es war mir ja klar. So, hau jetzt rauf da. Goldsachensamen. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist das? Was haben wir jetzt dafür bekommen? Es muss sich ja lohnen. Oh, Quabbelt. Luftpflanze und dann sollte das schnell weg sein. Ne, nicht ganz. Einer ist da noch. Oh Gott. Schnell, schnell kaputt machen. Keine Chance lassen. Was werfen die da? Säuregiel. Neuner? Nee, okay. So, was bekommen wir? Ein Silbersachensamen, okay. Huiuiuiui. Wir kommen voran, aber vorher müssen wir uns einmal. Wir müssen. Es tut mir leid, Leute, aber das muss sein. Das muss sein. So, jetzt würde ich mir gerne meine Spezialangriffspunkte aufbewahren für den Boss, der vielleicht kommen wird hier.私はジャガンの伯爵。黒の貴公子様の予言に従い、貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでね。赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女か。 ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのだな。黒の貴公子は何者なの？エリオットをどうしようというの？お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。間もなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。 Die Anerkennung des Herrschers der Meere hat dir neue Fähigkeit gewährt. Gemeinsame Fähigkeit Wurstkaff erhöht den TP-Grundwert um 60. Okay. Auf jeden Fall nett von ihm, dass er uns nach Valsena zurückgebracht hat, wo wir ja eigentlich hin wollten, ne? Und jetzt gehen wir nochmal zum Heldenkönig, damit wir unser nächstes Zielort wissen. Ich hab Bock drauf. Mal gucken, was er uns sagen wird. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt nichts dazu kaufen. Dementsprechend gehen wir einfach gleich direkt weiter.
So, kehre zum Heldenkönig zurück. Er ist ja nicht weit. Wir müssen ja nur geradeaus an der Kanone vorbei. Und dann sind wir auch schon gleich da. Ja, gut. Du knallst uns nicht mehr weg. Ich hoffe es. Es sei denn, es ist eine Abkürzung. Das war im Original auch schon so krass, dass man so weit hochlaufen muss. Da muss man extrem weit hochlaufen, damit man den Held zum Heldenkönig kommt, weil der mag es, ein großes Schloss zu haben. Das gefällt ihm sehr. これで8精霊のうち光、土、風、そして闇の4つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分。残りは4つだな。水のマナストーンはアルテナの領地。霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。 だが、アルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけてゆけ。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよ。フォルセナの南東には 獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。 木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。 お前たちが火山島ブッカから脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。奴が助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、 Die Fährenflöte erhalten. Nice! Dann gehen wir, dann wissen wir ja unser nächstes Ziel. Ich denke mal, wir gehen nochmal hier aus Valsena raus, weil ich habe in diesem Part ja auch sehr viel Ladezeit mir rausgeschnitten. Dafür sollte die Zeit noch reichen. Dann wissen wir jetzt unser Ziel. Wir haben noch 4 Orte abzuklappern. Ich denke mal, wir werden als erstes nach Undine gehen. Und als letztes nachher zu den Werwölfen. Weil die sind nicht gerade leicht. Wollen wir den nochmal anschnacken? Komm, wir schnacken nochmal mit ihm. Hey. Ich bin von Jua, von Boyash, jüngerer Bruder, und er hat mir alles über euch erzählt. Er hat mir sogar diese Kanone gegeben, damit ich euch auf euer Abenteuerchen behilflich sein kann. Hüpft rein, ich schicke euch zurück zu meinem Bruder nach Maya. Oh nein, nein, ich keine Sorge, ich bin ein wesentlich besserer Schütze als er. Bereit? Nein. Wir wollen zum Strand. Da gehen wir noch hin. Das ist unser Ziel jetzt. Das machen wir noch in diesem Part. Das drücke ich noch rein. Extra für euch. Fanservice vom Feinsten. das mache ich jetzt nur, damit wir den Part da beenden und den nächsten Part auch da schön beginnen können.
Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Ladezeit ich rauscutten muss. Und ich immer tue. Das ist echt übel. Jetzt diese lade ich, das lasse ich jetzt mit drin, aber sowas, das hier passiert so häufig. Deswegen müsst ihr verzeihen, falls das ab und zu mal einfach mal die Musik einen Cut hat, weil geht halt nicht anders. Das ist halt ziemlich belastend, weil die Musik weiterläuft. Deswegen ist die Musik halt wird da gecuttet, deswegen, naja. Gut, aber wir machen vorher nochmal ein Nickerchen, ne? Das machen wir noch. So. Hallöchen. Irashai, bis zum Morgen. Guten Morgen, guten Tag. Ach ja. Übrigens hätte ich gerne diese Artworks bei der Zeit. Ja, gut, dann machen wir auch nochmal. Ist ja jetzt Undine-Zeit, ne? Und da ist halt so ein kleines Artwork, was ich halt echt gerne... Oh, jetzt versagt meine Stimme wieder. Hätte ich echt gerne... Weiß nicht, ich würde mir gerne Desktop-Hintergründe damit erstellen. So. Jetzt die Frage, wo war denn hier, der Strand? Hier war kein Strand. So ein Dreck aber auch. Ja gut, dann lassen wir uns nächstes Part zurückschießen. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Im nächsten Part gehen wir nach von, wie heißt er nochmal, vom Voyage und dann lassen wir uns wegknallen. Ja, das ist ein Deal, oder? Das ist ein Deal. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.